Die DTM-Autos haben sehr, sehr viel Aerodynamik. Das heißt, schnell geradeaus fahren, aber mit einem maximalen Anpressdruck am Boden. Die Hersteller hören nie wirklich auf, versuchen zu entwickeln. Die Ingenieure lassen sich immer neue Details einfallen. Man kann sich oftmals gar nicht vorstellen, was für Kleinigkeiten am Auto, im Bodywork oder am Unterboden für Effekte vom Grip-Level erzeugen, sprich Downforce erzeugen. Wir fahren das neue Modell, C63 DTM. It's a new shape body. All of the other aerodynamic parts, the flicks, the wing and stuff, are all exactly the same by the regulations. Ab der Designlinie, das heißt ab der Türklinke nach unten, dürfte das Auto nicht geändert werden. All of these small parts, although they only make a small difference, they all add up, you know, and if you damage one part, then you start to lose a little bit of downforce from that part. Die Autos sind sehr diffizil und sehr empfindlich. Auf der einen Seite ist es unglaublich cool, eine schnelle Runde mit viel Abtrieb zu fahren, weil das Auto am Boden klebt, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite hält das manchmal davon ab, ein Überholmanöver wirklich durchzuziehen, weil man vielleicht sich nicht sicher ist, ob es ohne Kontakt geht. Sobald da irgendwas wegfällt, auch nur die kleinsten Flicks vorne an der Nase. Or you've had a bit of damage at the rear of the car and some of the bodywork's cracked. Dann bedeutet das gleich mal ein, zwei, vielleicht auch 1/3 Performanceverlust. Das schadet schon extrem und das kann am Ende dein Rennen kosten. Deswegen ist der Kompromiss immer Berührung, was verlieren, aber die Position vielleicht gewinnen, aber dafür nachher im Rennen ein Problem zu haben. Du musst eben schon schauen, dass du deine vier Ecken rundherum einigermaßen sauber hältst.